hat dich dazu inspiriert, am Okitok Filmfestival teilzunehmen? Ich kenne den Klaus Glatzl seit einer gewissen Zeit und ich helfe bei Okitok ein bisschen mit und ich habe dort einige Sendungen auch schon gemacht. Was macht dir an deinem Tun am meisten Spaß? Das Tun selbst. Was ist deine Berufung? Das weiß ich nicht. Was ist dein momentanes Projekt und was wird dein nächstes sein? Ich habe im Augenblick kein Projekt, weil ich gerade ein Projekt abgeschlossen habe. Das nächste Projekt in Bezug auf Okitok wird ein Format sein, das sich Studio Evolution nennt. Was bringt positive Energie in dein Leben? Die Natur und nette Menschen. Wann vergisst du die Zeit? Zeit? Habe ich schon lange vergessen. Bewegung ist überblieben. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Mit der Frage kann ich nichts anfangen. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was würde das sein? Dass das Leben selbst wiederum über den Profit gestellt wird, weil wir leben im Augenblick in einer Situation, dass das Leben dem Profit geopfert wird, dass also die jetzige Situation von Profit over Life wieder zurückkehrt zum natürlichen Zustand Leben über den Profit. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler würde dich spielen? Keine Ahnung. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wäre das? Apfel? Jetzt kommt der kurze Wordrap. Am liebsten würde ich... Das tun, was ich eh schon tue. Ich würde niemals... Das nicht tun, was ich eh schon nicht tue. Das Leben ist... Lebenswert. Ich bin... Liebe ist... Leben, Löwen, das große Leben. Was wäre deine Botschaft, die du der gesamten Menschheit mitteilen könntest? Wir sollten versuchen, uns ein bisschen weniger wichtig zu nehmen. Dann wird das Leben einfacher. Was habe ich noch vergessen, was du noch unbedingt sagen willst? Nix. Ich danke dir für das Interview. Gerne.